Damit ein Hallo und ein herzliches Willkommen zu den Channel-Jahresrückblick 2013. Es wird insgesamt zweiteilig werden, einmal den Rückblick und einmal eine Vorschau. Mein Name ist Nightreut und ich heiße euch nochmal ganz herzlich willkommen. Ja, wir befinden uns hier in einem Dauerjahr und hier möchte ich euch auf diesem schönen Bildschirmen, insgesamt gibt es 4 Stück, meine Let's Plays vorstellen. Um ganz einfach weiterzukommen oder beziehungsweise wenn euch das ein oder andere Let's Plays interessiert, dann einfach auf das Bild klicken. Das ist übrigens ein erster Versuch damit, aber vielleicht kriegen wir es hin. So, auf der linken Seite seht ihr Ratchet & Clank und auf der Re rechten Seite Lego Indiana Jones. So, und da möchte ich euch auch ein bisschen die einzelnen Let's Plays vorstellen. Viel Spaß dabei! Wir sehen uns gleich wieder. Jawohl, Ratchet & Clank, mein zweites Let's Play. Ratchet hier zu sehen, ist ein Lombax. Und er ist Mechaniker, am Anfang des Spiels Mechaniker auf dem Planeten Veltin, wo auch Clank während des Abenteuers, am Anfang des Abenteuers abstürzte. Clank überredet Ratchet hier ihm bei der Hilfe zu sein. Er hat nämlich auch ein sogenanntes Infobot dabei, den zeigt, dass hier Blark einen Greifer, einen riesigen Greifer gebaut haben, um einen neuen Planeten zu bauen, aus den vorhandenen Planeten. Man kann daher auch durch die ganze Universum mit einem Raumschiff fliegen und verschiedensten Planeten besucht man während der Zeit. Auch hat man hier der ein oder anderen. Ja, wie soll man es sagen? Der ein oder Gegner, den man besiegen muss. Ratchets Abwaffe ist da er Mechaniker ist, ein Omnischlüssel, aber man kann unterwegs auch die ein oder anderen noch Waffen finden. Insgesamt ist das Ganze ein Jump'n'Run-Spiel von den Machern von Insomniac und Sony. Eine der wichtigsten Figuren noch in dem Spiel ist ein Klempner, der in jedem Teil auftaucht, beziehungsweise Quark, der angebliche Held des Universums. Ich hoffe, ihr schaut mal rein. Lego und Indiana Jones hier zu sehen. Spielbar die Geschichten, beziehungsweise die 3 Originalfilme in berühmter Lego-Manier nach. Beziehungsweise typischen Lego-Humor. Das Ganze ist unterteilt in mehreren Szenen oder Levels, die man sich durch Kämpfen lohnt oder kämpfen kann. Außerdem kann man ja, wie zu sehen, ja auch bauen oder und sonstiges kleine Sachen machen. Kleine Rätsel müssen gelöst werden und so weiter und so fort. Interessant, das Ganze. Die Hauptbasis kann man ja fast sagen, ist das Barnett College, das berühmte, wo Indiana Jones als Professor ist. Und von da aus kann man die einzelnen Filme, beziehungsweise 3 Filme, zu einem im Story-Modus spielen oder beziehungsweise auch dann im freien Modus, wobei man im freien Modus dann auch sämtliche Geheimnisse des Spiels lösen kann. Man kann zum Beispiel auch jeden Level jeweils ein Minikit zusammenfinden, also sprich 10 Kisten, das ergibt ein Minikit und aus diesem Minikit kann man dann, ja, wenn das komplett ist, also für einen Film so komplett ist, dann ein Geheimlevel noch im Barnett College freischalten. Allerdings, um den freizuschalten, muss man dann auch noch dementsprechend im Barnett College kein Geheimnis lösen. Das macht einen Spaß. Ich hoffe, ihr schaut mal rein.
Bis zum nächsten Mal. Jawohl, und das waren die beiden Let's Plays und hier geht's auch gleich so weit weiter. Wir sind hier auf dem Bildschirm Nummer 2 mit den beiden Spielen Resistance Fall of Man und Call of Duty World at War. Alle Spiele 4 sind bereits abgeschlossen. Und damit es nicht langweilig wird, geht's gleich weiter mit den nächsten Spielen. Resistance Fall of Man, mein erster Ego-Shooter oder beziehungsweise auch Shooter hier auf diesem Kanal. Das Ganze spielt in einer fiktiven Weltkriegsszenario. Wir sind ein amerikanischer Soldat und während des Zeitraums oder beziehungsweise kurz vor Anfang des Krieges brechen die Bestien, die ja auch zu sehen sind, aus. Die kommen von der von Russland her, beziehungsweise haben in Russland angefangen alles. Russland hat sich abgesperrt und die sind eben, ja, wollen die gesamte Welt erobern. Ja, wie gesagt, wir kommen als Unterstützung für die Europäische Union oder die europäische Länder und versuchen nun den Herr zu werden. Leider infizieren wir uns unterwegs mit dem Virus. Wir bleiben unbeschadet, beziehungsweise mehr oder weniger, beziehungsweise ja, kämpfen uns dort durch, um die Gegner zu besiegen. Resistance Fall of Man. Call of Duty World at War, mein zweiter Shooter, spielt im Weltkrieg. Ich weiß aber nicht mehr, ich glaube, das müsste glaube ich, der Zweite Weltkrieg sein. Wir spielen zwei, verschiedene Personen, einmal einen russischen Soldaten und zum Zweiten einen amerikanischen Soldaten. Der amerikanische hier ist ja im Vietnamkrieg unterwegs und der russische in Deutschland, gegen Deutschland sozusagen. Wir müssen da in Deutschland Berlin einnehmen und dort die Flagge hissen. Ja, sehr, und bei den amerikanischen, wie man schon sieht, ja, einen der aufregendsten Weltkriegs-Shooter, den es überhaupt zu spielen gibt. Er ist ziemlich beeindruckend, auch was die Atmosphäre betrifft und sonstiges. Hier auf diesem Kanal. Call of Duty World at War. Und damit gleich ein herzliches Willkommen ja nochmal zurück zu den, ja, etwas außergewöhnlichen Let's Play. Denn das hat bereits 2012 gelaufen, also etwas länger her. Trotzdem sollte es hier nicht unerwähnt bleiben, um einem auch in den Nenner zu kommen, und gleich in den Nenner zu kommen. Und zwar die Rede ist, wie ja schon zu sehen, von Twisted, verhexte Weihnacht. Und dann wünsche ich noch viel Spaß und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis zur nächsten morgigen Sendung, und zwar die Vorschau für 2014. Danke zum Zuschauen, euer Neidrat und einen guten Rutsch. Der Twisted Verhexte Weihnacht, ein älteres Let's Play, mit dem ihr auf dem Kanal für 2012 ja, das erste Let's Play begann. Und wir spielen hier Bob Marley, den Geschäftspartner von Ebenezer Scrooge. Die bekannte Weihnachtsgeschichte sozusagen, etwas ja umgewandelt. Bob Marley wird von Scrooge kurz vor Weihnachten ja ermordet, weil er ein paar Sachen rausgefunden hatte, die Scrooge belasten. Aber wir wissen, wer es war. Bob Marley weiß es nicht, aber wird es später noch rausfinden. Das Besondere dabei ist, wie auch in der Weihnachtsgeschichte, der Original-Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, treffen wir die drei Geister der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft, die uns dabei helfen, ja, das Spiel zu, ja, voranzukommen, beziehungsweise wir durch die drei Geister ist hier das Besondere, dass wir die einzelnen Plätze, beziehungsweise ja, Zeiten durch die Zeiten durchqueren.
Ja, müssen die Sachen, es ist ein Wimmelbildspiel, wir müssen die Sachen finden, beziehungsweise auch das Gefundene wieder einsetzen. Und ja, wie man eigentlich, wie man es bekannt ist. Ich habe ja alles, sämtliche Texte oder was vorgelesen auch. Wir haben auch, naja, viel zerstört, kann man sagen, auch viel gefunden. Das Besondere hierbei ist, ja, wie ja da rechts unten zu sehen, da die Tippanzeige. So sehen auch die Zeitensteine aus, die glaube ich, waren genannt, ja. Die werden in Uhr eingesetzt. Ganz so muss noch bei einem kleinen Rätsel noch gelöst werden. Die wird die Uhr eingestellt. Und dann passiert Folgendes: Wir reisen in der Zeit durch die Zeit hin und her und versuchen Scrooge, oder eben dieser Scrooge, nämlich aufzuhalten, beziehungsweise seine Taten ungeschehen zu machen, die er begangen, bis zur Gegenwart begangen hat. Ja, ob uns das gelingt, ja, das müsst ihr euch dann selber anschauen, hier auf meinem Kanal. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hier sieht man übrigens noch die zukünftige Weihnacht, den Geist der zukünftigen Weihnacht. Später kommt noch die Geist, der einzelne Geister der gegenwärtigen und die vergangenen Weihnacht. Ja, ob uns das gelingt, wie, oder wir, ja, ob wir es schaffen, das seht ihr nur auf meinem Kanal. Und dann wünsche ich euch alles Gute, alles Schöne für das Jahr 2013, einen schönen Rutsch ins Jahr 2014 und ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es hier auf meinem Kanal ja weitergeht. Seid auch dabei auf die letzten Spiele, die ich gerade vorgestellt habe, wie Folklore. Und ja, der Puppenspieler und Kölzohn, die gehen, werden natürlich noch in 2 Jahren, nächstes Jahr, ins Jahr 2014 natürlich weitergehen. Und damit wünsche ich euch einen guten Rutsch und ein fröhliches neues Jahr. Euer Neidrat.